It's your boy Cringe. Reaction Time! Also warte, der Cringe reagiert auf Unge, wie er auf Bullion Jam reagiert, während er auf Poolbauer reagiert, der wiederum auf Julian Bam reagiert. Ist doch voll logisch, ne? Warte. Reaction, 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 Reaction. Junge. Reaction. Okay, es hat noch ganz viele Leute Boolean Jam geschrieben. Ich schau mal erstmal bei Boolean Jam vorbei, was da abgeht. Boolean Jam. Poolbauer reagiert auf unseren Pool und ich reagiere auf die Reaktion des Poolbauers. Oh nein, Leute, das sind mir zu viele Reaktionen. Dann reagiere ich ja auf die Reaktion vom Poolbauer, während Julian auf die Reaktion vom Poolbauer reagiert und ich. Nein, das ist zu viel Reaktion in einem Bild. Komm, wir machen es einfach kurz an. Ich mache heute mal ein etwas untypischeres Video und zwar reagiere ich auf jemanden, der auf unseren Poolbau reagiert hat. Aber nicht irgendjemand, sondern ein professioneller Poolbauer. Ich bin auf jeden Fall bereit, zerstört zu werden. Hallo, mein Name ist Livrino, bin Poolbauer seit 13 Jahren. Schau mir heute die YouTube. Ich muss mal gucken. Basecamp ist da, okay. Okay, okay. Videos von Julian Bam. Oh, okay, der ist professioneller Poolbauer seit 13 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ersten Videos waren. YouTube-Videos von Julian Bam zum Thema Poolbauen. Was sagt dir Julian Bam bisher? Kenn ich nicht, noch nie gehört. Okay, gut. Wenn er seit 30 Jahren Poolbauer ist, dann soll er mal ganz, ganz schnell auf Madeira kommen und uns hier einen schönen Pool hinzimmern. Also, wie heißt er? Livrino. Was ist das für ein geiler Name, Alter? Er heißt nicht irgendwie nur Live, sondern er heißt einfach Livrino. Livrino. Ey, eigentlich ist das voll der coole Name. Wirklich. Ich glaube, der wurde nie wegen seinem Namen gemobbt. Ey, bist du der Livrino? Ey, ich bin der Livrino. Livrino? Hab ich Livrino gehört? Ich bin der Livrino. Boah, Livrino, was für ein cooler Name. Ich will dich heiraten. Was zum Teufel, Alter. Er könnte so in so einer Sendung mitmachen, wo es so darum geht, dass irgendwelche Leute so Dokumentarfilme über Tiere machen. Kennt ihr das? So Coyote Peterson oder diese ganzen Leute, Alter. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ja nachvollziehbar, warum Julian Bam auf den Poolbauer reagiert, wie er auf Julian Bam reagiert. Aber richtig random kommt Unge dazu. Und richtig random komme ich dazu. Nicht voreingenommen, was ja auch gut sein kann. Hey. Er denkt sich, was ist das für eine Hure? Das hat eine halbe. Wo soll ich meine Facecam hinpacken? Oder geht das noch so? Das ist so. Ein Milliardstel Prozent geht gar nicht, von dem, was wenn wir so arbeiten würden. Hey, ich glaube, das geht so. Oder? Ich glaube einfach mal, das geht so. Er nimmt das so voll. Scheiße, jetzt bin ich im Weg von ihm. Shit, das geht auch nicht. Rhino, sheesh. Also er nimmt das so voll ernst. Die machen so ein kleines Loch und er so, das geht gar nicht, wenn ich so arbeiten würde. Er hat halt einfach recht. In Eimern. Ach du Dicke. Wenn ich jetzt nochmal Resümee fassen sollte, wir haben uns schon echt dumm angestellt. Muten wir das da unten ein Schatz? Hä? Okay. Boah! Unge ist einfach der Schlauste. Alter. Alter. Nochmal hier. Warte. Nach Beton. Passt das? Leute. Passt das? Richtig stumm. Schaut mal, wie viel wir schon geschafft haben. Wahnsinn. Junge, dieser Poolbauer, Alter. Wer kommt denn auf die Idee, als Poolbauer sich sozusagen so, jetzt reagiere ich mal auf Poolvideos auf YouTube. Als ob es so übel viele Poolvideos auf YouTube gibt. Gibt's wahrscheinlich sogar. Oh, das ist ein kleiner Teil. Ach, okay. Jetzt. Oh. Bisschen weiter nach links könnte echt nicht schaden, Mensch. Okay. Ach doch, das geht. Ah. Ja doch, das geht. Das geht. Die Facecams überlappen. Also. Ah, nee. Jetzt bin ich echt perfektionistisch. Da schaut sich mehrere Videos an. Okay. Filterpumpe. Mann, jetzt bin ich aber zu weit weg. Oh nein. Warte. So.
Anschlussset. PVC-Verrohrungsmaterial. Gehört auf dieser riesen Verbindungsschlauch. Schwanz. Er findet auch gar nicht witzig, worüber wir lachen. Scheiße. Der Sandfeld sah sehr klein aus. Ja. Typisches Internetangebot. Scheiße. Ich dachte, wir hätten einen guten Kauf getätigt. Deswegen filtern wir auch so lange immer. Wir filtern halt tagelang durch. Dieser Pool wird so fresh werden. So, hier seht ihr mich auf. So, hier ist die Sollte er mal langsam wieder weitermachen. Alles bauen. Erstmal Loch und dann kommt Zimmer. Echt jetzt? Ich frag mich, wie Unge immer die Facecam switcht und man das nicht sieht. Wahrscheinlich liegt das an seinem zweiten Monitor, oder? Ich brauch sowas auch. Moment. Betonbohrer. Ey, alles, was ich gesagt habe, ist falsch. Oh mein Gott, das ist ja richtig, richtig stressig. Okay, das, danke für den Vorschlag auf jeden Fall. Wir gucken doch noch ein bisschen rein. Das ist doch geiler, als ich dachte. Ich muss so ständig meine Kamera wechseln. Ich muss mal meine Lachtränen abtrocknen. Das Ding ist, der Poolbauer nimmt das auch ein bisschen zu ernst. Und das ist echt ein bisschen traurig. Auch wenn er Lachtränen hat. Innerlich habe ich wirklich Tränen. Ey, das macht ja mega Spaß, so Reaction-Videos zu drehen. Es ist vor allem auch so geil, weil dieser Poolbauer so trocken ist. Ey, warum der Unge das sein Leben lang schon macht? Ju, ich küsse deine Augen. Es macht halt einfach nur Bock. Aber wenn du das live gemacht hättest, hätte es noch mehr Spaß gemacht. Denn was am meisten Spaß macht an diesen ganzen Reactions, ist dieser wunderbare Chat hier, Leute. Dieser wunderbare Chat, der die ganze Zeit schreibt, unten links, unten links, unten links, aber ich trotzdem die Kamera nicht nach unten links packe, weil ich auf diesen Chat einfach nicht eingehe und einfach nicht auf den Chat höre, Leute. Deswegen, Ju, geh immer live, wenn du das machst. Das ist noch geiler. Erde ist schon richtig übel, also da hättest du mit dem Bagger auch Schwierigkeiten. Die Bestand, ihr habt ja auch gesehen, nicht nur aus Erde, sondern halt wirklich aus. Ich sag gar nichts, weil das ja wahrscheinlich wieder falsch ist jetzt. Diesen Sandalen heilt sich dieser erste Verletzung. Fuß richtig schnell. Sache. Selbstschachtung ist gefährlich. Der Arbeitsschutz wird da nicht groß geschrieben, ne? Da sind wir holen mal lieber so einen Sack, Alter. Ah, schönes Haus hat er. Ja. Oh. Danke. Mit dem Beton-Estrich durch die Bude. Katastrophe. Katastrophe. Dieser Mann, einfach nur ein Ehrenmann. Er weiß einfach, er kennt einfach seinen Job. Das ist immer gut, wenn man seinen Job kennt. Du bist Maurer? Was machst du eigentlich so? Kannst du mich mal andere Dinge fragen, Bruder? Oh. Wisst ihr aber, da haben sie gemacht, das. Boah, Junge, alter Schwede. Komm. Wenn ich jetzt noch an diese Pool-Videos zurückdenke, uff, Alter, das war ja wirklich schon heftig, was die da geleistet haben, vor allem als Anfänger. Da haben wir ihn zum Lachen gebracht. Ich frag mich, ob der wirklich die ganzen Videos dann durchgeguckt hat, weil das wäre für ihn die Qual des Lebens. Wer klingelt da und stört meine Wochenendsruhe? Sie sind einfach immer noch am Ausdauer haben sie. Guck mal, was wir gefunden haben hier beim Buddeln. Das ist Kohle. Das ist Kohle, ja. Quarz. Ja. Es ist einfach alles falsch, was sie sagen. Schau, was wir gefunden haben, Kohle. Und er so... Quarz, aber jetzt muss er auch wieder lächeln. Er ist sympathisch. Er ist zwar trocken, aber er ist echt sympathisch. Oh mein Gott, es ist einfach alles falsch, was sie sagen. Ey, selbst das haben wir falsch gesagt. Was geht, Junge? Was hat er dir angetan? Ich habe alles falsch gesagt. Setz dich euch hin. Das ist mega witzig, weil er uns gar nicht witzig findet. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Wenn ihr wisst, was das ist. Das ist eine alte Sicherung. Die ganze Zeit so raushaut, so als wären die anderen so komplett dumm. Das ist eine alte Sicherung. Aber dass die auch nicht wissen, dass es eine Sicherung ist, das hätte ich sogar, erkannt. Ich nicht. Er hasst uns so. Ich frage mich, wo sie mit der ganzen Erde denn hinwollen. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Einfach zu den Nachbarn rüber. Dinkelberg. Holt euch doch einen Bagger. Ja. Wäre ja zu einfach. Schau mal, was von... Alter, hey, ich muss mir diesen Kanal von diesem Typen angucken. Der ist ja viel zu stark. Der Typ ist ja komplett empathielos, wenn es um Videos gucken geht. Okay, dieser Typ, also da werde ich mir auf jeden Fall noch mehr von angucken. Guck mal, wie hoch diese Mauer. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Oh, ach, da kommt er gar nicht rein mit dem Bagger. So, Augen auf beim Hauskauf. Er sagt da nicht, okay, dann verstehe ich jetzt, warum die durchs Wohnzimmer gehen, sondern jetzt sagt er einfach, scheiß Haus gekauft. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll er dazu sagen? Wir wussten halt noch nicht, dass wir einen Pool bauen werden. Na, sieht doch gut aus. Schön Plan. Ey, langsam rieseln auch so ganz dezent die Komplimente mit ein. Sympathisch der Herr. Ja, voll. Sympathisch. Ich bin gespannt, was er jetzt dazu sagt.
Ja. Boah, ist ja trocken. Normalerweise legt man wenigstens noch eine Folie drunter. Boah, ist auch zu klumpig, viel zu klumpig. Ich kann es gar nicht vernünftig anziehen. Von hier nach da drüben arbeiten, einmal so drumherum. Wir müssen erstmal gucken. Mit der kleinen Kelle? Ey, wir hatten nichts anderes. Vom Prinzip her schon nicht schlecht, aber es ist. Einfach wie alle sympathisch sind, wirklich. Also der Mann, der. Ja, keine Ahnung, der versucht einfach sein Leben zu checken. Und Julian Bam rechtfertigt sich immer so süß. Und Unge versucht immer die Facecam so zu wechseln. Alle süße Boys. Ist alles zu trocken. Wird der viel zu bröselig. Die Schiene liegt hier schon. Und hier wird dann Bodenschiene. Diese Stahlwand reingelegt. Er weiß, er kennt auch jeden einzelnen Begriff. Er zieht einfach so ein Stück Plastik. Ja. Ah ja. Die Frage ist so, denkt er sich gerade so, boah ey, wie lange muss ich mir diese Scheiße noch geben? Oder findet er das auch entertainreich? Ist die Frage. Hammer! Also wenn es nicht passt, dann muss man halt an den Bodenschienen kürzen. Weil irgendwann, das ist gefährlich, irgendwann geht es nicht weiter und dann kriegst du nicht mehr raus. Und dann erklärt so mega formell und wir so am Tanzen. Ich hab erst gedacht, so richtig dumme Leute einfach. Er so, irgendwann geht's nicht weiter. Wenn man passt, dann muss man halt an den Bodenschienen kürzen. Weil irgendwann wird es nicht mehr. Und der Tanzt! Irgendwann geht's nicht weiter, dann kriegst du nicht mehr raus. Er erklärt so mega formell und wir so am Tanzen. Ich hab erst gedacht, warum schlagt ihr mir so ein Video vor? Ist ja komplett dumm. Als ob ich mir in einer Reaction eine Reaction angucke, auf eine Reaction. Also, die Sache ist, der Poolbauer reagiert auf Ju's Pool. Ju reagiert auf den Poolbauer und ich schaue mir diese ganze Scheiße an und dachte mir so, warum schlagt ihr mir sowas vor? Ich kann mir doch nicht eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction anschauen und dazu noch reacten. Aber ich muss sagen, es ist verdammt stark. Es ist echt verdammt stark. Ich finde das auch richtig entertainend. Irgendwie, weil. Guckt euch diesen Bob an, Mann. Oh, sorry. Ey, was denkt ihr sich? Was denn? Dein Herz ist am Bluten. Zusammengeprügelt. Heute können wir drauf tanzen. Tanzen kann er definitiv besser als Poolbauen. Alter, dieser Roast! Also, tanzen kann er definitiv besser als Pool bauen. Er disst nicht so sehr. Aber ich habe es nicht anders verdient. Eigentlich müsste an der Seite Stützwände gestellt werden, damit er nicht auseinanderdrückt. Nur das eine. Ach so. Ja, gut. Einzige, ne? Die ganze Landschaft muss noch her. Ich würde erstmal den Pool fertig machen. Das schaut mal gar nicht so schlecht aus. Schaut gar nicht so schlecht aus. Und dann ist da so ein Larry. Das schaut mal gar nicht so schlecht aus. Ich finde das gerade so mega cool mit dieser Leistung. So bröselig wie die Betonplatte war. Boah, ich springe die ganze Zeit hin und her, anstatt einfach meine Kamera nach links zu packen. Okay, Leute, ihr habt gewonnen. Ich wollte aus Prinzip nicht nach links machen, weil ihr alle geschrieben habt, Kamera nach links. Aber jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, meine Kamera immer hin und her zu machen. Jetzt mache ich meine Kamera nach links. So, ihr habt gewonnen, Leute. Und jetzt? Ja, Krümel drunter haben. Ja. Nee, jetzt machen wir es ganz anders. Weil die ihre Facecam so groß haben, möchte ich meine jetzt auch groß haben. Oh. Ja. Ist gar nicht überdimensional. Lustig sind sie ja. Oh. Jetzt wird's ernst. Ich finde uns lustig. Das ist auch ein Kompliment. Aber sie sind, zumindest ziehen sie durch, ne? Also ehrgeizig sind sie ja so. Und die Bedienungsanleitung, also beziehungsweise die Aufbauanleitung haben sie sich ja auch durchgelesen. Das ist auch schon mal nicht schön. Also alles verkehrt machen sie dich. Das hast du zur Arbeitskleidung? Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Das muss der Markus regeln. Jedes dieser Videos hat ungefähr 1 Million Views. 1 Million was? Die Aufrufe. Jedes Video. Oh mein Gott. Okay, das war echt stark. Ja, einfach nur jedes Video, Ende. Okay, also ich fand das richtig lustig. Okay, jetzt muss ich wieder klein machen. Oh. Jetzt hier. Oh ja.
Wenn ihr Mary Actions von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe und ciao.